10 winterharte Palmen für Balkon und Garten. Palmen sorgen auch in der Winterzeit für den perfekten Urlaubsflair auf der eigenen Terrasse oder dem Balkon. Doch halten die wärmeliebenden Pflanzen unseren europäischen Wintern überhaupt stand? Ja, doch es gibt einige Punkte dabei zu beachten. Palmen für Terrassen und Balkone werden im Gartencenter oftmals als winterhart oder frostresistent bezeichnet. Die meisten Pflanzenliebhaber gehen deshalb davon aus, dass sie ihre Gewächse ohne spezielle Vorsichtsmaßnahmen an der frischen Luft unterbringen können. Ist der Winter jedoch lang und kalt, erkennt man schnell, worin der Unterschied zwischen frostresistent und winterhart liegt. Die Pflanzen, die in der kommenden Saison nicht mehr ihre volle Schönheit entfalten können, haben oftmals Erfrierungserscheinungen. Dies kann die Folge eines frostresistenten Pflanzenkaufs sein. Ein großer Unterschied zwischen frostresistenten und winterharten Palmen liegt darin, dass bei winterharten Gewächsen in der Regel einige Maßnahmen zum Kälteschutz getroffen werden müssen. Die deutschen Winter werden immer kälter, sodass Temperaturen um die minus 10 Grad Celsius keine Ausnahme mehr darstellen. Die Temperaturen der Frostresistenz bewegen sich lediglich um den Gefrierpunkt herum, bis ca. minus 3 oder minus 4 Grad Celsius. Im Folgenden wollen wir also 10 winterharte Palmen für Balkon und Garten anschauen. Die chinesische Hanfpalme. Die chinesische Hanfpalme ist eine der beliebtesten Palmengewächse in Deutschland. Sie kennzeichnet sich durch ihre Widerstandsfähigkeit und Robustheit. Die Pflanze hält für kurze Zeit Temperaturen zwischen minus 12 und minus 17 Grad Celsius aus und zählt damit zu den winterhärtesten Palmenarten für unser europäisches Klima. Wie der Name bereits vermuten lässt, stammt das populäre Fächergewächs ursprünglich aus China. Dort unterliegt die Pflanze auch immer wieder längeren Frostperioden mit Schnee und Eis. Charakteristisch ist die knorrige Basis, die mit den Fasern von abgestorbenen Blattansätzen überdeckt wird. Abhängig von Ort und Klima wird die chinesische Hanfpalme 4 bis 12 Meter hoch. Sowohl auf dem Balkon als auch im Garten erzeugt sie durch ihre dekorativen, fächerförmigen Blätter ganzjährig ein mediterranes Ambiente. Das Palmengewächs bevorzugt einen windgeschützten Gartenplatz, bestenfalls im Halbschatten. Bei längerem Bodenfrost im Winter ist es sinnvoll, den Wurzelbereich mit einer großzügigen Schicht Rindenmulch oder Reisig zu bedecken. Zwergpalmetto. Der Zwergpalmetto, auch Sabal minor genannt, stammt aus dem Südosten der USA und kann bei ausreichendem Platz für die Wurzelausbreitung eine maximale Höhe von 3 Metern erreichen. Da die Wuchshöhe damit nicht die höchste unter den Palmen ist, lässt sich auch in kleinen Gärten ein schöner Platz finden. Bei Kübelbepflanzung erreicht die Palme hingegen selten eine Höhe von über 1,20 Meter. Der dekorative Sabal minor wirkt auf den ersten Blick trügerisch. Er macht den Anschein, ohne Stamm zu wachsen. Dabei befindet sich dieser meist unter dem Erdboden. Nur die Palmwedel an den Stielen ragen heraus. Der Zwergpalmetto bevorzugt einen warmen Platz mit Sonneneinstrahlung. Durch seine Robustheit ist er in der Lage, auch kalte Winter mit Außentemperaturen von minus 12 bis minus 20 Grad Celsius gut zu überstehen. Wagners Hanfpalme. Auch die Wagners Hanfpalme ist eine winterharte Pflanze. Sie hält ebenfalls frostigen Temperaturen zwischen minus 12 und minus 17 Grad Celsius stand und besitzt ein Fasergeflecht am Stamm. Die Wagners Hanfpalme ist aufgrund der Beschaffenheit ihrer Wedel, sie besitzt kleine und steife Blätter, sogar noch besser für windungeschützte Lagen geeignet als die chinesische Hanfpalme. Darüber hinaus hat die Pflanze ähnliche Standort- und Pflegevorlieben wie die chinesische Hanfpalme. Die blaue Zwergpalme. Die blaue Zwergpalme ist eine Fächerpalme und stammt ursprünglich aus dem Mittelmeerraum. Wie ihr Name bereits vermuten lässt, kommt ihre Wuchshöhe selten an die 4 Meter heran. Wie der Name bereits vermuten lässt, bleibt diese Pflanze etwas kleiner. Die Pflanze besitzt blaugrüne Wedel und verliert ihre Farbe auch im Winter nicht. Außerdem wächst die blaue Zwergpalme mehrstämmig und ist daher auch sehr dekorativ. Die Pflanze ist äußerst robust und hält Temperaturen bis zu minus 15 Grad Celsius stand. Jedoch sollte man sich um eine Kälteabdeckung kümmern, sobald die Temperaturen dauerhaft unter minus 11 Grad fallen. Die echte Dattelpalme.
Die echte Dattelpalme ist eine alte orientalische Kulturpflanze, die sich etwas kältebeständiger als die kanarische Dattelpalme zeigt. Besonders sticht ihr auffälliger Stamm hervor, der aus der Ferne an eine übergroße Ananas erinnert. Die echte Dattelpalme genießt Plätze mit viel Licht. Ein halbschattiger Standort ist jedoch auch möglich bei der Bepflanzung im Kübel. Die Dattelpalme ist eine winterharte Palme, da sie Temperaturen von bis zu minus 9 Grad Celsius sogar über eine längere Zeitspanne aushält. Die Fischschwanzpalme aus dem Himalaya. Die winterharte Himalaya-Fischschwanzpalme zeichnet sich vor allem durch ihre Größe und Kräftigkeit aus. Wie der Name bereits verrät, ist die Fischschwanzpalme vor allem im zentralen und östlichen Himalaya-Gebirge verbreitet und ist in Höhen von bis zu 2500 Metern zu finden. Sie ist eine Palme, die sehr schnell gedeiht, genauer über 2 Meter im Jahr. Die Baumkrone ist aufgrund ihres Volumens außerordentlich imposant. Außerdem verfügt die Palme über doppelt fiederschnittige Blattwedeln, wobei jedem einzelnen weitere Blätter nachkommen. Sie stellt damit keine typische Palme dar. Generell können die Blätter 3 Meter lang und 2 Meter breit werden. Die Himalaya-Fischschwanzpalme hält frostigen Temperaturen von minus 7 Grad Celsius stand. Die Caryota maxima, also die Himalaya-Fischschwanzpalme, ist die Fischschwanzpalme, die mit Abstand am besten mit Kälte vereinbar ist. Andere Sorten kommen zwar auch in den Hochlagen Südostasiens vor, die Himalaya-Pflanze ist jedoch die nördlichste und zugleich resistenteste Pflanze. Grüne Sägepalme. Die grüne Sägepalme zeichnet sich vor allem durch ihre buschartige Erscheinung aus. Am liebsten steht die Pflanze im Sommer und Winter im Halbschatten, idealerweise mit etwas Sonneneinstrahlung. Zu beachten ist, dass die grüne Sägepalme beim Überwintern auf der Terrasse oder auf dem Balkon nicht zu feucht stehen darf. Sobald sich Staunässe bildet und die Temperaturen abfallen, ist die Palme gefährdet abzusterben. Wird sie wetterfest gelagert und vor Regen geschützt, kann sie Temperaturen von bis zu minus 12 Grad Celsius gut überstehen. Als Kübelpflanze sollte die Pflanze so lange wie möglich an der frischen Luft an einem möglichst sonnendurchfluteten Platz stehen. Fallen die Temperaturen über einen längeren Zeitpunkt unter 0 Grad, ist es empfehlenswert, der Pflanze ein frostsicheres Quartier zu geben. Idealerweise wird sie dann in einem Kalthaus eingelagert, das Temperaturen von 5 bis 12 Grad misst. Es sollte auf einen hellen Standort im Kältehaus geachtet werden. Zusätzlich muss bei der Pflanze im Besonderen darauf geachtet werden, dass sich keine Schädlinge einnisten. Das würde ihr Winterquartier sogleich verunreinigen. Die Nadelpalme. Auch die Nadelpalme gehört zu den winterharten Palmen. Ursprünglich kommt sie aus dem südlichen Teil der USA. Sie kann bis zu 3 Meter hoch werden. Ihr Stamm misst ungefähr einen Meter. Gerne kann die buschige Palme auf dem Balkon in einem Kübel kultiviert werden. Ältere Pflanzen wachsen oft etwas krumm und bilden seitwärts neue Wurzeln aus. Die Palmwedeln sind sehr dekorativ, da sie in Segmente geteilt sind und sich dann fächerartig ausbreiten. Die Oberseite ist hellgrün gefärbt, die Unterseite blaugrün. Die Nadelpalme verliert zu keiner Jahreszeit ihre lebhafte Farbe. Die roten, schlüsselförmigen Blüten der Pflanze sind von geringer Ausdehnung, sodass sie nur vereinzelt zu entdecken sind. Die Nadelpalme gilt als eine der frostverträglichsten Pflanzen. Sie ist imstande, Temperaturen von bis zu minus 24 Grad Celsius gut auszuhalten. Dennoch sollte die Palme präventiv einen Winterschutz erhalten. Zudem sollte man die Palme vor Staunässe schützen. Am besten bedeckt man sie mit einer kräftigen Schicht aus Mulch. Grundsätzlich bevorzugt die Pflanze einen sonnigen und zugleich windgeschützten Ort. Darüber hinaus sollte man wissen, dass sich sehr warme Temperaturen deutlich positiver auf die Winterhärte der Pflanze auswirken. Die Gelee-Palme. In ihren Ursprungsländern Brasilien, Paraguay und Argentinien wird die Gelee-Palme als Nutzpflanze angebaut. Aufgrund ihrer essbaren, pflaumengroßen Früchte ist sie dort eine gängige Pflanze. Der Geschmack der Früchte wird als Pfirsich- oder Ananas-ähnlich beschrieben. Die Gelee-Palme kann eine Höhe von 5 Metern erreichen. Zudem ist sie eine robuste und einzelstämmige Pflanze. Ihre Fiederblätter sind gebogen und herunterhängend. Die Besonderheit dieser Palmensorte besteht darin, dass sie sowohl weibliche als auch männliche Blütenstände beinhaltet.
Die Gelee-Palme zählt zu den frostfesten Palmensorten und hält Temperaturen von bis zu minus 8 Grad Celsius ohne Einschränkungen stand. Kurzfristig können auch noch tiefere Temperaturen ausgehalten werden. Überwintert wird die Palme im Idealfall kühl und mit viel Sonnenlicht. Es ist darauf zu achten, dass Jungpflanzen zu Beginn sehr frostempfindlich sind. Erst im Alter von ungefähr 5 Jahren sind sie in der Lage, diese stärkeren Minustemperaturen auszuhalten. Bestenfalls sollte die Pflanze, wie viele ihrer Artgenossen, langsam an die kalten Temperaturen gewöhnt werden. Des Weiteren ist zu beachten, dass kalte und zugleich feuchte Winter für die Pflanze problematisch sind, da es dann häufig zu einem Pilzbefall oder einem Verlust der Palmblätter kommt. Natürlich sollten Sie auch die Gelee-Palme regelmäßig auf Schädlinge überprüfen, denn diese sind in den Wintermonaten ein häufiger Begleiter. Die Honigpalme. Die Honigpalme stammt ursprünglich aus Chile. Sie zeichnet sich durch ihre Dornenlosigkeit und ihre robusten Fiedern aus. Außerdem hat sie einen glatten und grauen Stamm, dessen Durchmesser 1 bis 2 Meter erzielen kann. Zudem kann eine alte Pflanze eine Höhe von bis zu 25 Metern erreichen. Des Weiteren ist die Honigpalme für ihren süßen Saft bekannt. Die Pflanze liebt einen lichtdurchfluteten und trockenen Platz auf dem Balkon oder im Garten. Als Jungpflanze ist sie noch nicht winterhart. Sie sollte daher bestenfalls an einem frostfreien Gewächshaus oder Wintergarten untergebracht werden. Da die Palme jedes Jahr nur um wenige Zentimeter wächst, dauert es ungefähr 5 Jahre, bis die Pflanze im Freien überwintern kann. Dann ist sie von Natur aus unkompliziert und kälteresistent, da sie es aus dem Hochland Chiles nicht anders gewöhnt ist. Dadurch, dass sie Temperaturen von bis zu minus 15 Grad Celsius sehr gut übersteht, ist sie ganz besonders winterhart. Wichtig ist es zu beachten, dass die Kübelpflanzen auf einen Winterschutz angewiesen sind, hauptsächlich für den Wurzelballen. Gefriert der Wurzelballen ist es gut möglich, dass die Palme eingeht. Dies liegt dann daran, dass die Palme nicht mehr in der Lage ist, Wasser aus dem Boden zu ziehen. Andererseits besteht auch die Gefahr, dass die Pflanze verdurstet, sofern sie in den Wintermonaten gar kein Wasser erhält. Sinnvoll ist es deshalb, die Honigpalme an frostfreien Tagen mit Wasser zu versorgen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann lassen Sie uns doch gerne einen Daumen nach oben da. Für mehr Informationen zu dem Thema aus diesem Video besuchen Sie ganz einfach unsere Website hausundgarten-profi.de oder abonnieren Sie ganz einfach diesen Kanal. Vielen Dank und wir freuen uns schon, Sie beim nächsten Video begrüßen zu dürfen.